Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die folgenden Videominuten möchte ich nochmal nutzen, um auf das Linda Super Edge 7, auf die Zusammenarbeit von Dirk Wanger, Roman Cassé, Joe Vogel, auf dieses Messer einzugehen. Ich hatte in den letzten Wochen ordentlich Zeit und Möglichkeiten, hier wirklich viele Betriebsstunden auf dem Tacho drauf zu bekommen. Ich habe dieses Messer unter Arbeitsbedingungen getestet und habe damit unglaublich viel geschnitzt. Ich habe viel gehackt, damit entastet. Ich habe aber auch Betoning mitbetrieben. Und die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, die möchte ich euch jetzt gerne weitergeben. Ich hatte vor mehreren Wochen die große Ehre, Teil eines Betreuerstabs eines Kinder- und Jugendzelllagers zu sein. Und da wird sehr viel gearbeitet in der Natur. Es wird geschnitzt, es werden Tipis gebaut, es werden viele Arbeiten rund um die Natur gemacht. Und ich nutze die Möglichkeit, wenn ich Teil dieses Outdoor-Projekts bin, dass ich dann auch immer mal gerne so ein Messer von mir einpacke, was ich dann intensiv auf Herz und Nieren teste. Ich hatte mehrere Modelle dabei. Eins davon war das SE7. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und jetzt darf ich schon mal spoilern, ich habe es lieben gelernt. Dann sind wir doch einer Meinung. Ich habe die anderen Messer, die ich dabei hatte, zum Schluss gar nicht mehr rausgeholt, sondern eigentlich alles nur noch mit dem SE7 gemacht, weil für mich ist das ein ganz, ganz feines Arbeitsmesser. Fokus, verlass mich nicht. Und warum dem so ist, das erzähle ich euch jetzt. Also was mich an diesem Messer schon mal besonders beeindruckt hat, das ist die Schnitthaltigkeit der Schneide. Wir hatten unglaublich viele Schnitte entlang des Tages. Wir haben sehr viel gehackt. Wir haben teilweise Materialien aufgespalten und ich muss ganz ehrlich sagen, zu keinem Zeitpunkt hat mich die Schneide wirklich verlassen, dass ich den Eindruck hatte, ich kann hier nicht mehr vernünftig arbeiten. Wenn der lange, lange Tag in dem Camp dann vorüber war und es kam dann langsam die Ruhe abends, dann habe ich Folgendes getan. Ich habe mein Arbeitsgerät genommen, habe das natürlich ein bisschen wieder hergerichtet. Ich habe mir ein DC4 genommen mit der Keramikseite. Ein paar Mal drüber gezogen. Man hört hier auch ganz wenig Widerstand. Dann übers Leder. Und das war's schon wieder. Das heißt, ich hatte für den nächsten Tag wieder ein wunderbar zu gebrauchendes Arbeitsgerät. Und zwar mit einer Schärfe, die mir dann wirklich die Härchen vom Unterarm passiert. Und ich kann natürlich jetzt irgendwas erzählen hier in dem Video. Vielleicht habe ich das im Vorfeld vorgeschärft vor diesen Aufnahmen. Nein, das ist wirklich nicht so. Im Grunde genommen ist das immer noch die Originalschneide ab Werk, die ich immer wieder nur über so einfache Mitteln wieder aufrichte. Und also wirklich Schnitthaltigkeit, ich bin begeistert. Was das Schnitzen selbst anbelangt, unabhängig von der Schnitthaltigkeit der Klinge, habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht. Und hier ist mal ein staubtrockener Hasel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der zieht richtig schöne Fetzen hier weg, ohne dass ich jetzt massivste Gewalt verwenden muss. Sind auch sehr saubere Schnitte. Das rupft nicht so, die Klinge. Also auch das hat mir unglaublich gut gefallen. Wo ist die Scheibe? Was das Thema Haptik des Griffs anbelangt, fand ich ganz, ganz schön. Der TPE-Griff, der schmiegt sich ganz wunderbar in die Hand, dieser Super Edge Griff, den finde ich sehr universell. Ich finde, TPE hat gewisse Nachteile, was mechanische Belastung anbelangt. Da bin ich ja in einem anderen Video schon mal drauf eingegangen. Aber es fügt sich super gut in die Hand. Also ich habe das sehr genossen. Es ist auch nicht so, dass ich entlang des Schnitts und Arbeitstages dann irgendwelche Druckstellen hatte. Also ganz, ganz feine Haptik eigentlich. Was das Hacken anbelangt, ich meine, das ist kein ausgesprochenes Hackmesser, sondern eher ein Allrounder. Der Schwerpunkt, der liegt hier in dem Bereich der Fingermulde drin. Das ist natürlich zum Schnitzen ganz wunderbar, weil du hast hier kein Übergewicht, aber das generelle Eigengewicht eignet sich natürlich schon von diesem Messer in Verbindung hier mit so einem Lanyard, dass man
doch auch mal ganz wunderbar entlasten kann. Und ja, auch das hat ganz prima funktioniert. Bin ich eigentlich wirklich begeistert. Ja, Feuerstahl habe ich nicht mit anreißen müssen, aber ja, ist ja prinzipiell kein Problem. Der Rücken ist, der sehr breite Rücken, muss man ja sagen, der ist sehr scharfkantig gehalten. Was ich aber damit wirklich viel gemacht habe, ist, dass ich sozusagen Schnitzgut nochmal oberflächlich fein bearbeitet habe. Und da hat sich diese Schneidkante sehr gut angeboten. Ja, das soll es eigentlich von mir jetzt schon gewesen sein und meinem kleinen Erfahrungsbericht von dem Super Edge 7. Jetzt habe ich es einfach schon mal ein bisschen länger genutzt. Ich persönlich bin begeistert. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die mögen das Messer überhaupt nicht. Die spricht das optisch nicht an. Die können vielleicht mit dem ganzen Background nichts anfangen über die Leute, die das entwickelt haben. Alles in Ordnung. Ich bin nicht missionarisch unterwegs. Ich habe davon nichts, das Ding zu lobhudeln. Aber kann eigentlich nur meine Erfahrungen sozusagen berichten. Und für mich ist es ein tolles Arbeitsmesser. Eines der Entdeckungen 2024. Bin froh, dass ich es habe. Viele mögen den Preis als überzogen finden. Ich meine, es ist jeden Cent wert. Man kann damit ordentlich arbeiten. Ich hatte schon andere Messer in der Hand. Die waren nicht weniger günstig und ja, die haben aber nicht so viel getaucht. Also für mich tolles Arbeitsgerät, aber es muss natürlich jeder für sich entscheiden. Hier einfach nur noch mal ein paar Erfahrungen aus so einer mittelfristigen Nutzung. So, jetzt aber macht's gut, was ihr mehr macht, bleibt anständig und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video.